Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein cooles Tauschpaket für dich, denn die liebe Alina, Jasmin und ich haben uns überlegt, dass wir ein Tauschpaket machen, ein internationales Tauschpaket, weil sie aus Österreich kommt und ich aus Deutschland, ne? Und haben uns 10 Aufgaben gestellt und hier habe ich einmal ihr Tauschpaket. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sie mir geschickt hat, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Alina ist ein witziger Mensch. Ich finde sie sehr amüsant. Ich schaue sie super gerne. Ich mag ihren Akzent super gerne. Sie macht auf ihrem Kanal Hauls, Unboxings, Reviews, Schminkvideos. Sie zeigt auch öfters mal ihre Katzen. Ab und an sieht man auch mal so ein bisschen was Outdoor-mäßiges bei ihr, aber eher selten. Und ja, sie ist ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Und wir haben schon mal ein Tauschpaket zusammen gemacht. Und ja, jetzt hatte sie mich gefragt, ob ich nochmal Bock drauf habe. Ich sage, ja klar, richtig, geil. Also lass machen, Let's Pets oder sowas habe ich geschrieben. Und genau, wir haben uns dann halt gedacht, es wäre halt irgendwie stumpf. So, jeder schickt dem anderen einfach Produkte in einem Wert von x Euro. Macht man ja öfters mal bei Tauschpaketen. Wir haben uns gedacht, nee, so ein Motto oder irgendwie so eine Geschichte überlegen wir uns. Und da haben wir uns halt 10 Aufgaben überlegt, die andere dann jeweils erledigen muss. Also ich war im Rossmann unterwegs und sie war im Bipa unterwegs. Denn Rossmann gibt es bei ihr nicht, Bipa gibt es bei uns nicht. Dann machen wir das doch mal einfach so. Und ja, ich bin gespannt. Also es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, da rumzustöbern und zu schauen. Es waren doch auch sehr trickige Kategorien mit dabei. Und ich bin echt gespannt, was sie zu den Produkten sagt, die ich ihr geschickt habe. Selbstverständlich verlinke ich euch ihren Kanal unten in der Infobox. Und sobald ich den Link zu ihrem Video habe, packe ich den auch noch mit dabei. Lasse ich euch gegebenenfalls auch nochmal oben im ISO ein bisschen durchlaufen. Also ja, schaut einfach mal gerne vorbei, lasst Liebe da. Und solltet ihr von der lieben Alina kommen, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier in meiner Welt. Ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen Spaß, ihr kommt ein bisschen zur Ruhe. Und wenn ihr Bock drauf habt, mir ein Abo dazulassen, fände ich das auch ziemlich cool, wenn wir hier die Community ein bisschen wachsen lassen dürfen und so. Das wäre irgendwie, weiß ich nicht, ich fände das schön. Könnt ihr hier unten nachholen, da ist ein Abo-Button und ja, fühlt euch frei. Zuallererst habe ich hier ein kleines Kärtchen bekommen für Claudi und ihre Community. Also Leute, das ist für euch und für mich. Und hier ist ein Kätzchen drauf, das passt natürlich sehr, ne? Oh, das ist total cool. Da hat sie hat eine ganze Rasselbande, Leute. Also da hat sie nicht nur ein Kätzchen von. Genau. Dann mache ich mal vorsichtig den Klebi auf. Das ist nämlich hinten ein Blümchen, was das zusammenhält. Und das ist ja eine geile Karte. Ich habe ja Sammy und sie hat die Katzen und dann hat sie das einfach mal vereint. Ist das geil. So eine Karte hätte ich auch gerne geschickt. Da steht drauf, liebe Grüße. Oh mein Gott, ist das niedlich. Sammy möchte übrigens auch dabei sein. Er ist unter meinem Tisch und wackelt die ganze Zeit hier am Stativ rum. Oh mein Gott, wow. Hier steht viel drin. Hätte ich meine Brille auf, könnte ich es besser lesen. Liebe Claudi, liebe Community von Claudi, ihr seid gegrüßt. Erstmal ein Hallöchen von mir. Ich freue mich riesig, dass wir wieder ein Tauschpaket machen. Das letzte ist ja fast genau 2 Jahre her. Echt, so lange ist das schon her? Krass. Für dein Paket habe ich mehrere Stunden im Vipa Online-Shop verbracht. Same. Wegen aktueller Situation ist mir online lieber. Ja, das geht mir genauso. Ich hoffe, ich konnte alle Aufgaben super lösen. Ich hoffe, du freust dich über die Produkte und kannst sie gut gebrauchen. Habe alles nummeriert und beschriftet. Wow, also nummeriert habe ich es nicht, ich habe es nur beschriftet. Paket Nummer 5 besteht aus 2 Teilen. Okay, das müssen wir uns merken. So, nun aber genug. Ich will euch bzw. dich nicht länger auf die Folter spannen. Wie sagst du immer so schön? Holt euch was zu essen und zu trinken und viel Spaß mit der Show. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Auspacken und knuddel Sammy von mir. Und ein Herzchen dabei. Ein Herzchen an dich und deine Community sende ich ganz liebe Grüße aus Österreich und viel Sonne und ganz viel Gesundheit. Alina Jasmin. Ja, Sonne, Alina. Wo ist die Sonne? Draußen regnet es, Bin-Fan. Aber das ist eine richtig geile Karte. Also die wird auch in Ehren gehalten. Vielen, vielen Dank. Ist süß, ne Sammy? Ach, der liegt da nur so rum. Okay, so, dann schauen wir mal, wo ich die Nummer 1 finde. Oh, die hat auch so schönes Geschenkpapier verwendet. Das darf auf keinem Schminktisch fehlen, hat sie hier dran geschrieben. Das war auch die erste Aufgabe. Und ja, schaut wie gesagt bei ihr vorbei, was ich ihr da reingepackt habe, was ich mir dabei gedacht habe. Oh, Monsieur bewegt sich, ich glaube.
Oh, du hast mir da sogar zwei Sachen reingepackt. Das finde ich ja cool. Da habe ich einmal von Look by Beeper Simply Me, My Velvet Make-up Egg. Das ist ein, ja, Schminkei. Das stimmt, definitiv. Also das sollte auch auf keinem Schminktisch fehlen. Da habe ich auch ein paar von. Sally hat mir auch schon ein paar aufgefetzt. Oh, das fühlt sich aber gut an. Ich kenne ja zum Beispiel die von Evelyn, die sind mir ein bisschen zu hart. Das ist deutlich weicher. Das wird auf jeden Fall seine Anwendung finden. Das finde ich nett. Cool. Nice. Nice, nice, nice. So, was ist das nächste hier drin? Da haben wir von Look by Beeper den Matte Camouflage Concealer Approved Longwear in der Farbe 010 Light. Das ist auch auf jeden Fall ein Produkt, was man braucht. Und das kann man auch super in Kombination verwenden mit dem Make-up-Eye. Vielen Dank, das finde ich cool. Farblich dürfte das dann ja auch passen, denn ich bin ein helles Häutchen. Viel heller geht kaum, was Concealer angeht, ne? Das ist ja auch die 010 Light. Ja, cool. Das müssen wir ausprobieren. Und der sieht auch recht deckend aus, ne? Wenn das matte Concealer sind, muss ich immer ein bisschen aufpassen, wegen meiner sehr trockenen unteren Augenpartie. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Jo. So, Nummer 2. Perfekt für unterwegs war da die Aufgabe. Da bin ich auch. Ich bin die ganze Zeit so gespannt, Leute. Ich bin super aufgeregt. Das sind so Kussmünder und Herzchen als Geschenkpapier. Was die sich dabei wohl gedacht hat, Sammy, ha? Er sitzt da auch und hofft, dass irgendwann irgendwas für ihn auch von diesem Tisch abfallen wird. Oh ja, geil. Oh ja, geil. Oh, wie gut. Ein natürlicher, erfrischender Deo-Roll-On mit Zitronenmelisse. Ich verzichte ja auch weitestgehend auf diese Sprühdeo-Flaschen und sowas alles, ne? Weil Natur und Umwelt und so. Und habe auch immer wieder solche Roller oder Cremes oder sowas. Also mega geil. Und das hier ist auch irgendwas zertifizierte Naturkosmetik tatsächlich. Stärk-Deo-Schutz ohne Aluminiumsalze. Ja, das riecht wirklich nach Zitrone. Das ist ja witzig. Aber so natürliche Zitrone und nicht irgendwie so künstliche, ne? Das ist cool. Und dann hat sie mir von Dettol, das ist wahrscheinlich in Deutschland Sacrotan, beseitigt 99,9% der Bakterien und Viren, 50 Milliliter. Ja, das ist halt, ne, Handdesinfektionsgel. Da hat sie vollkommen recht. Also das ist etwas, was ich jetzt auch in so gut wie jeder Handtasche von mir schon drin habe, was überall bei mir steht. Also immer irgendwie Handdesinfektion und als Spray, als Gel, als Rampampam, als Spender, als Bla, als Tücher habe ich überall wirklich rumstehen. Ja, das brauchen wir halt leider aktuell. Ich denke, das werden wir auch noch eine ganze Weile brauchen, um halt diesen Schutz aufrechtzuerhalten. Machen wir uns mal nichts vor. So, die Nummer 3. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Schreibt mir bitte in die Kommentare rein, wer jetzt einen Ohrwurm hat. Den hatte ich nämlich direkt, als ich die ganze, also im Prinzip hatte ich den, als wir das erste Mal darüber geschrieben haben, über dieses, über diese Aufgabe schon, direkt diesen Ohrwurm bekommen. Und, ja, tatsächlich. Was wollte ich sagen? Genau, und als ich dann für sie auch nach dem Produkt gesucht habe, was ich in die Kategorie reinpacke, hatte ich das die ganze Zeit im Ohr. Lieber Wischi als Waschi, wie süß ist das denn? Von Be Home Lemongrass Allzweck-Reinigungstücher. Das ist ja voll süß. Das ist richtig süß. Sammy, hm? Lieber Wischi als Waschi? Ja. Lieber Schmusi als Busi-Sag, ne? Ja, ich habe einen schrägen Humor. Okay, jetzt gucken wir die Nummer 4 an. Und da steht dein Name drauf. Nein, ich dachte, da würde Sammy draufstehen. Okay, das ist mit Spiel, Spaß und Spannung. Was ist da wohl drin? Also da hatte ich richtig Spaß, als ich ihr das gepackt habe. Geil. Richtig geil. Ja, das ist für Mausi vor allem, für Sammy. Das ist geil. Ja, das wäre auch eine Kategorie gewesen, wo ich etwas für ihre Katzen mit rein hätte packen können. Aber da habe ich eine andere Kategorie gewählt. Das hier ist ein Wurfball von Soreal. Sowas gibt es bei euch im Beeper. Das finde ich ja cool. Mit Zerrfunktion, mit Wurffunktion. Richtig cool. Und Sammy ist ja kein kleiner Hund und der ist auch nicht, der hat schon ordentlich Beißkraft. Also das ist perfekt für ihn. Also vielen, vielen Dank. Ich werde das jetzt nicht durchs Zimmer werfen, aber ich werde es ihm jetzt gleich sofort geben. Das heißt, ich brockel das hier mal eben raus. Er steht jetzt auch schon ganz schön bereit. Bin ich vorzeigbar, wenn ich nach hinten rolle? Also ich habe eine Dingens an, wie heißt das? Eine Leggings. Aber so seht ihr Sammy halt auch mal ein bisschen besser, ne? Monsieur freut sich schon. Guck mal. Guck mal, das ist für dich.
Senpai? Der Senpai? Der Senpai? Wie der guckt? Ich sehe das gar nicht so gut. Willst du es haben? Willst du es haben? Willst du es haben? Vielleicht will ich es aber behalten. Testen wir die Zerrfunktion. Oh, das ist ja die Zahnseide jetzt für dich. Hm? Dankeschön. Das ist ja cool. Ey, jetzt hast du es da hinten gehortet und jetzt willst du mehr. Okay, Nummer 5 besteht aus 2 Teilen, hat sie geschrieben. Das heißt, wir machen das 1 von 2 auf. Etwas, was ich reinlegen wollte, als ich an dich gedacht habe. Ja, die Kategorie fand ich so herzlich, ne? Das fand ich richtig schön. Das fühlt sich an wie so ein Teelicht oder sowas, weil das so rund ist. Nee. Wie geil ist das denn? Weil du Rosen so gern hast. Und was ist das? Ein Duschjelly von Wild 7. Ja, wie geil. Party für die Haut. Champagner. Rosé. Oh, geil. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Duschjelly. Was ist das, Sammy? Kann man das... Ist das so ein Flabber? Dann nimmst du das raus und schäumst dich damit ein rein und dann packst du den Flabber wieder zurück. Das ist ja spektakulär. Ja, das ist wirklich so eine flabberige Konsistenz hier drin, ne? Oh, riecht das... Oh, ich riech das jetzt schon. Oh, das riecht voll gut. Und das hat so eine Flabber. Flop, flop. Das ploppt halt wieder so hoch, ne? Oh, das riecht mega angenehm nach Rose. Also vielen, 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 vielen Dank. Dann gucken wir uns mal Teil 2 davon an. Boah, ich hoffe übrigens, dass die ganzen Produkte, die ich dir geschickt habe, auch heile angekommen sind, ne? Weil das ist ja, es ist ja keine kleine Strecke zwischen uns beiden, muss ich ja sagen. Ich wohne ja auch relativ nördlich in Deutschland. Also, ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du mir da reingepackt hast. Na. Ich kann nicht liebevoll Geschenke aufmachen, Leute. Das tut mir von Herzen leid. Das ist für Sammy. Oh, hast du ein Glück, kleiner Mann. Hast du ein Glück. Also, da steht extra Klebi für Sammy drauf, ne? Also, den Kleber habe ich jetzt hier abgemacht. Da stand für Sammy drauf. Und das ist von Vitakraft. Pure Chicken Filets. Und letztens sagte mein Freund noch zu mir, Claudia, wir müssen zusehen, dass wir nicht so viele Leckerlis für Sammy kaufen. Mhm, wir passen da ganz groß drauf auf. 100% mageres Hühnchenfleisch im Fleischanteil. Ja, Sammy, komm, ne? Das ist doch was für dich. Und da haben wir einen Golden Retriever abgebildet. Sammy ist ja von der Rasse her... Was bist du, Sammy? Willst du es erzählen? Ein Schweizer Schäferhund, quasi. Wissen wir nicht genau, weil er ja aus dem Tierschutz kommt. Aber das wird halt vermutet. Oh, jetzt bin ich zu weit weg von der Kamera. Geh mal rüber. Geh mal hier rüber. Da. Daran geht's quasi. Ich möchte euch zeigen, wie dankbar er ist. Dreh ich das einfach mal hier rüber. So. Kleine Naschkatze. Dankeschön. Definitiv sehr, sehr, sehr passend. So, jetzt sind wir bei der Nummer 6 schon. Und das war eine witzige Kategorie. Weil schwierig, aber wir möchten uns ja Herausforderungen stellen. Ja. Etwas mit X ist die Kategorie gewesen. Ja, ne? Kann X im Wort sein? Natürlich. Ich habe da auch ein bisschen mitgespielt, aber fand ich schon witzig. Hoffe, das zählt auch. Ja, mein Detox-Wunder-Peeling, Vitamin C und Tonerde von Be Good zählt absolut safe. Also Alina, macht dir da überhaupt keine Sorgen. Ich habe auch ein X im Wort gehabt. Ja, finde ich cool. Vitamin C und Tonerde zertifiziert in Naturkosmetik. Also Be Good scheint da wirklich die Nature-Reihe oder sowas zu sein. Das finde ich echt interessant. Okay, regenerieren Sie sich. Das Be Good Detox-Peeling reinigt tiefenwirksam und lässt die Haut... wieder durchatmen. Die natürliche Pflegeformel mit milden, pflanzlich basierten Tensiden, Krümelin betreut, und Peelingkörnern auf Kieselsäurebasis befreit die Haut von umweltbedingten Schmutzpartikeln und abgestorbenen Hautschüppchen. Ja, oh, guck mal, angereichert mit Bio-Edelweißextrakt, Vitamin C und Tonerde klärt und reinigt das Peeling die Haut gründlich und sorgt für ein spürbar glattes und sauberes Hautgefühl. Mega! Bei mir sind dienstags und freitags immer meine Peeling-Tage. Heute ist Dienstag, aber ich habe noch ein anderes in Anwendung, aber danach werde ich das hier nehmen. Habe ich echt, also richtig Bock drauf. Finde ich cool, dass ich, ne, so kann man, also kann ich mich als nicht Möglichkeit, Inhaberin an einen Beeper ranzukommen,
so ein bisschen da dran testen und Produkte ausprobieren. Ich finde es großartig. Jetzt habe ich hier die Nummer 7 und die ist ganz schön schwer. Was ich immer bei Bipa mitnehme. Okay, was ist das? Also das eine fühlt sich an wie eine Gesichtsmaske. Da sind wir sehr ähnlich und sehr, also sehr, sehr ähnlich, ne, tatsächlich. Das andere, vielleicht ein Make-up-Entferner. Das könnte so ein Make-up-Entferner sein von der Form her, weil hier oben, ja. Komm, wir lüften das Geheimnis. Sammy ist auch schon ganz, ja, natürlich. Richtig geil. Schon ganz aufgeregt. Und zwar ist es von Diadermin. Ja, Wahnsinn. Augen-Make-up-Entferner entfernt sanft und gründlich Augen-Make-up. Für empfindliche Augen geeignet. Danke, habe ich. Richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank. Ich habe letztens noch nach so einem Make-up-Entferner gesucht. Ich hatte nämlich eine wasserfeste Mascara drauf, die ich partout nicht runtergekriegt habe. Das war in einem Fullface mit dem koreanische Kosmetik, kommt irgendwann nochmal online. Ansonsten ist es da oben verlinkt. Und ich fand die wunderschön auf den Augen, ne? Aber ich habe sie nicht abbekommen. Ich habe mich mit Sonnenblumenöl abgeschminkt, weil ich nichts mehr gekriegt habe. Und das andere, was hier mit drin ist, ist von BeCare, die Hyaluron-Tuchmaske. Glättet die Haut mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Vitamin E ist, glaube ich, auch nochmal so eine hautregenerierende und hautberuhigende Geschichte. Dankeschön. Voll geil. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass du das auch immer mitnimmst. Du hast nämlich auch immer sehr, sehr schön geschminkte Augen. Also ich mag das gerne. Sie hat immer sehr ausdrucksstarke Augen auch, ne? Weil wir als Brillenträger müssen halt zusehen, dass man unsere Augen trotzdem sieht, auch wenn wir eine Brille tragen. Und das macht sie sehr, sehr schön. Sie trägt sogar in ihren Videos Brillen. Das könnte ich ja aufgrund der Lichter nicht. Ich habe das mal ausprobiert. Das spiegelt viel zu sehr. Ist ein bisschen schade, weil so sehe ich euch so ein bisschen, oder ich sehe mich dann quasi immer nur so quasi, ne? Und ansonsten, wenn ich mich schminke, muss ich immer sehr nah rangehen. Ich mecker mal wieder hier. So, jetzt mache ich mal die Nummer 8 auf. Die ist so winzig klein und das ist das kleinste Produkt, das ich gefunden habe. Genau, das fand ich auch geil. Also das fand ich mal eine sehr fancy, coole Kategorie. Und das kleinste Produkt, was man findet, ist im Online-Shop gar nicht so leicht, wenn ich ehrlich sein darf. Mal gucken, wie sie es gelöst hat. Sammy denkt mal wieder, das wäre was für ihn. Nein, du hast jetzt schon ein Spieli. Und du hast was zum Naschen bekommen. Das ist, ach cool, Look by Bipa Sparkling Kiss, ein Lip Scrub. Wie süß ist das, ne? Das ist ein kleines Lippenpeeling. Das freut mich. Ja, Lippenpeelings, ne? Wenn ich so starken Lippenstift drauf mache oder so diese, ne, farbige Lippenstifte halt, kriege ich das manchmal schwer runter, weil ich eigentlich relativ trockene Lippen habe und sich das dann irgendwann sehr, sehr toll in meinen Lippen festsetzt. Und ja, da benutze ich immer ein Lippenpeeling. Also vielen Dank. Finde ich cool. Das wird dann wahrscheinlich auch ein Zuckerpeeling sein. Sorry, Sammy hat mal wieder einen ziehen lassen. Er macht das ständig in meinen Videos. Dass du mich schämst. Jetzt werde ich für ihn rot. Ist das... Ich kann es auch rausschneiden, aber nein. Nein. Sammy, das bleibt jetzt im Video. Unglaublich, dieser Hund. Danke. Ja, das Video gecrashed. Unglaublich. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Nummer 9 an. Ich komme nicht drauf klar. Das witzigste Produkt, was ich gefunden habe, war auch eine geile Kategorie. Das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Und da bin ich, also das Produkt, was ich ihr reingepackt habe, wollte mein Freund behalten. Bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst, Alina. Ich finde es geil. Wenn du es nicht mehr haben willst, ich nehme es gerne. Also, ne, ich habe auch schon Bedarf angemeldet bekommen, dass ich den nochmal kaufen darf. Okay, ja, was haben wir denn hier? Be Home. Was Lustigeres habe ich leider nicht gefunden, hat sie draufgeschrieben, okay. Für globale Sauberkeit. Nein, das finde ich aber auch geil. Zitrone-WC-Reinigungstücher. Also, wie geil sind diese Sprüche da drauf? Global. Also, wirklich. Ich finde es witzig. Ich finde es wirklich witzig. Kraftvolle Reinigung, hygienische Sauberkeit, entfernt 99,9 der Bakterien und Keime. Ne? Kannst du dir auch mitnehmen für unterwegs, wenn du auf der Arbeit auf Klo gehst oder wenn du, keine Ahnung, irgendwo öffentliche Toilette macht man wahrscheinlich eher weniger gerne, aber trotzdem, dass du dann halt vorher einmal kurz mit so einem Tuch drüber gehen kannst, dass du irgendwie für dich dieses bessere Gefühl hast, gerade wenn man halt als Frau unterwegs ist. Man setzt sich manchmal einfach nicht gerne hin. Auf Arbeit, klar, kein Problem, aber bei... Worüber reden wir hier gerade? Über globale Sauberkeit, ne? Aber auf öffentlichen Toiletten immer schwierig, ne? Deswegen, sowas in der Handtasche ist nicht verkehrt. Und das ist halt ein Spender, ne? Wenn man irgendwann mal wieder darf, vielleicht wenn man shoppen geht, hast du schon wieder einen ziehen lassen.
Der hat aber nachgeknattert. Danke. Dieser Hund macht mich fertig. Er kriegt jetzt dafür, dass er mich gerade, während er das macht, so süß anguckt, kriegt er nochmal ein Leckerli. Es tut mir sehr leid, dass das Niveau jetzt gerade echt unter dem Tisch liegt und weint, ey, ne? Aber gut. So, das letzte Produkt. Ne? Okay, und dann haben wir nämlich hier noch das Krüppelpapier, das Füllpapier, damit nichts kaputt geht. Und es ist echt alles heile geblieben. Also richtig geil. Das absolute Frühlings-Must-Have für 2021. Da bin ich gespannt. Fühlt sich nach einer Mascara an, wenn ich... Ja, Mascara oder Lippenprodukt? Sie trägt auch gerne geile Lippenprodukte. Vielleicht hat sie mir da jetzt gerade das ultimative Lippenprodukt reingelegt. Das würde ich auch feiern. Oh ja, das ist auch tatsächlich sehr, sehr geil. Der, oh schön, Catrice Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint in der Farbe 030 Never Let You Down. Das ist dieser hier. Den habe ich schon da. Das ist nicht schlimm, ne? Also ich habe den dann jetzt nochmal da, aber dann kann ich den, den ich da habe, swatchen. Das wäre meine Idee. Noch eine bessere Idee wäre es gewesen, das in die Kamera zu sagen und nicht zu meiner Wand. Also, ich habe ihn da und ich werde ihn jetzt mal swatchen. Meine Hand wird danach gestained sein, ne? Das ist Hammer. Aber der ist so schön und den kannst du unter der Maske tragen. Der zieht halt wirklich richtig in die Lippen ein und dafür braucht man auch tatsächlich dann den, das Lippenpeeling danach. Eine extrem schöne, frische Farbe. Das ist halt wie Wasser, aber halt ein Lip-Tint, ne? Also der zieht richtig ein. Und der staint dir die Lippen. Finde ich mega. Also hast du vollkommen recht. Das ist auch das absolute Frühlings-Must-Have von 2021. Denn da hat Catrice ein Produkt in das neue Sortiment mit reingebracht, was ich wirklich hammermäßig finde. Ne? Das hätte man so in der Drogerie sonst nicht vermutet. Und Leute, das ist jetzt tatsächlich das Unboxing gewesen. Und das Unboxing vor allem. Doch, das Unboxing von unserem Tauschpaket. Und ich finde, Alina, du hast die Aufgaben richtig geil erfüllt. Also geile Produkte, brauchbare Produkte, mit denen ich meine Freude haben werde, wo ich mich jetzt auch so ein bisschen durch Biber durchtesten kann. Ein bisschen dekorative Kosmetik, ein bisschen Pflege finde ich mega geil. Spaßmäßig, also dieses globale Sauberkeit, das bleibt einfach hängen. Ne? Also das bleibt hängen. Die nächsten Tage wird das in meinem Brain auf jeden Fall zu finden sein. Geil. Sammy ist glücklich, ich bin glücklich und ich hoffe, du bist auch glücklich mit den Produkten, die ich dir geschickt habe. Und ja, wie gesagt, geht gerne zu ihr einmal rüber. Ich verlinke euch in der Endcard auf jeden Fall das Video und ihre, ihren Kanal, dass ihr schnell rüber switchen könnt und euch dann quasi ihr Video auch nochmal anschauen könnt, was ich mir so überlegt habe. Und ja, Alina, immer wieder gerne, hat mir Freude bereitet. Und wenn euch dieses Video Freude bereitet hat und mindestens ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal den Kanal von der lieben Alina. Hier das Video mit dem Unboxing. Auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Und hier findest du einfach meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!